Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir schreiben heute das Datum, das 6. März 2012, es ist Dienstag, ja der zweite Dienstag und ich habe schon wieder einen gewaltigen Tee und da sind ja die verschiedenen Aufgaben, die wir haben. Wir haben gesagt, wir machen die jetzt da schön peu à peu und ja, leider, da ergibt sich immer was, aber ich denke mal bringe das Lied der Alchemisten zu Nami, die war glaube ich in Mordal zu Hause, soweit ich weiß, und das haben wir eingeloggt. Wir schauen da gleich mal auf der Karte, das dürfte ja nicht so schwer sein, das ist hier ja in der Einsamkeit und wir starten da gleich einmal durch und vielleicht finden wir da auch was, das nicht so lange dauert. In Begleitung haben wir unseren Hund Sir Fauler Sack, der zweite, und dabei ist noch Wilkas mit seiner nicht verzauberten Rüstung. Dem habe ich, wie gesagt, schon den Zauberstab der Feuerbälle weggenommen. Dafür hat er jetzt zwei andere. Einen mit dem Schutzgeist und einen, womit er Tremoras beschwören kann, ja? Ja, und es ist schon wieder finster. Wir warten da gleich einmal, bis es wieder hell wird. Das sind 6 Stunden, reicht wohl. Und dann schauen wir, ob wir hier noch weiterkommen. Das Städtchen habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Da gibt es am meisten Händler, muss ich sagen, ja. Da wurde jemand hingerichtet. Und die... die Szene habe ich nicht gesehen. Was ist denn das für eine Musik jetzt im Hintergrund? Wir laufen da einfach einmal einen Marker entlang. Wie gesagt, Händler gibt es da genug. Da ist, glaube ich, eine Alchemistin drinnen. Da gibt es viel zu kaufen. Gegenüber gibt es auch noch Krami Charm. Da gibt es einiges. Ja, und die quatschen da im Hintergrund schon gewaltig. Das ist ein Bettler. Den können wir immer was ja, spenden. Wenn ihr wollt, das gibt einen Bonus, glaube ich, beim Einkaufen. Und da ist natürlich ja ein Marktplatz, da kann man alles besorgen, ja, was das jetzt begehrt. Frischer Fisch, ja, Lachs und... Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. Befiedern, okay. Ich habe gerade gemerkt, ich habe da ja die falsche Kette. Da ist es ganz witzig, da gibt es Knoblauch in der Auslage und wenn wir das kaufen wollen... Ihr seht alles, was ich in der Auslage habe. Ja, jetzt möchte ich aber wissen, ob der Knoblauch dabei ist. Seht ihr, ich war immer auf der Suche nach Knoblauch, die hat das da im Jahr in der Auslage und pipapo. Ich schlage mich tot, selbst, weil, ja, das kann man nur stehlen, hm? Habt ihr kein Problem, hier reife Ware zu bekommen und so weiter und so fort. Das lassen wir vorerst. Wie ihr euer Geld ausgeben wollt. Ja, die freundlichsten sind sie auch nicht hier unbedingt. Würzwein für euch? Hergestellt nach einem alten Familienrezept. Ja, an deinen Augen kann ich das erkennen. Ja, aufgeschwemmt bist du nicht. Ein Reisender wie ihr braucht ein bisschen Feuer im Blut. Möchtet ihr einen Würzwein? Das klingt nicht schlecht, aber du hast schon das Stadion Nummer 2, denke ich mal. Ganz bestimmt, ich habe... Ja? Ja, klar, hast du. Wilkas, lass mich. Und du mit deinen Fischen, ja. Hey, wollt ihr Fang spielen? Ich dachte, dass Abenteurer ein gefährlich aussehender Haufen sind. Ja, schauen wir nicht gefährlich genug aus? Nein, wir werden nicht fangen spielen. Wird schon so sein. Bis dann. Papa sagt, dass ich Hogwear nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Ah ja, da lassen wir es. Wenn ihr in den blauen Palast wollt, solltet ihr eure Kleidung vielleicht noch einmal überdenken. Das ist ein guter Tipp, ja. Aber der Marker zeigt davor. Und wir schauen da kurz auf die Karte, ob wir da auch richtig sind. Umgebungskarte und Badenakademie, ja, Halleluja.
da runter. Da ist ein, ja, schöner Friedhof. Die Inschriften können wir leider nicht lesen hier. Ja. Aber das sieht mir alles suspekt aus. Drum laufen wir da weiter und suchen jetzt einmal kurz die Badenakademie. Und die ist gleich da vorne, schätze ich mal. Hallihallo. Du wartest auch auf bessere Zeiten. Und ich glaube, da sind wir schon richtig, ja? Bevor wir da reingehen, zeige ich euch das noch. Das ist echt toll gemacht hier. Ich finde das Städtchen echt cool. Ich möchte nur meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Ja. Und Trommeln werden unsere Truppen zum Sieg führen. Ja, du bist ein Bade. Das passt ja schon. Auf geht's in die Badenakademie. Ich denke ja nicht, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee war, den Quest anzugehen. Der Stumpen zieht auch nicht mehr so richtig. Willkommen an der Badenakademie. Ich bin hier der Direktor. Wie kann ich euch helfen? Viarmo, ja genau, du bist ja ein ganz ein toller. Ich hoffe, du bist Hunde- und Tierlieb. Ich möchte mich an der Badenakademie bewerben. Eigentlich möchte ich das ja gar nicht. Nö, möchte ich gar nicht. Mögen Lieder euch befinden. Da sind wir, ja. Müssen wir das jetzt stehlen, oder was? Im Moment wüsste ich nicht, wie euer Rat es noch verbessern kann. Okay, wir waren jetzt ganz böse, Leute. Weiß auch nicht jetzt, warum wir da, haben wir das jetzt verpasst, hätten wir jetzt Mitglied der Badenakademie werden sollen, oder? Eigentlich tun wir sowas ja gar nicht, oder? Schauen wir mal jetzt auf die Karte, wohin wir müssen. Wir müssen jetzt, wo ist denn der Marker? Da drüben? Oh, komm. Zurück daher. Ja, bringe ich mal schnell, ja? Na komm her, Mortal, auf geht's. Also wenn ich da jetzt wieder mal was versemmelt habe, Leute, ja, einfach posten. Ich werde zwar den Spielstand nicht mehr gespeichert haben, aber ja, eine Schelte kommt ja oft recht gut. Ja, egal, wir machen das so. Wir haben wenigstens 5 Ladebalken hinter uns. Ja, was? Ah. Dann müssen wir hier zu Lami, nämlich zu unserer, ja, wie heißt sie? Rot war, nein, plötzlich, die ist die, ja, Taumaturgi. Der geben wir das und somit haben wir dann einen kleinen Quest ruckzuck erledigt. Am helllichten Tag ein Buch gestohlen. Oh, bitte kommt doch herein. Hoffentlich habe ich, was ihr braucht. Ja, ich gehe mal dahinter an Tresen. Habt ihr meine Mutter gesehen? Ich warte immer noch darauf, dass sie nach Hause kommt. Ja. Ah, du bist ja, mit dir haben wir schon gesprochen. Ist klar. Ne? Jürgen, ich bekomme hier nicht viel Kundschaft. Aber so habe ich Zeit, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren. Ich habe das Buch. Es ist erstaunlich, wie viel man aus einem Buch lernen kann. Hier, lasst mich euch einige der Dinge zeigen, die die Tempelheilerin mich über Tränke gelehrt haben. Das Lied der Alchemisten entfernt, abgeschlossen, bringe das Lied zur Alarme. Und, ja, was war jetzt los? Also gut. Was war denn jetzt los? Lasst mich zeigen, Bücher, vielleicht hat die uns jetzt da ein paar Rezepte gegeben.
Testament, Materialkontrakt, Elmesnachricht, Brief von Freund, Zutaten, Blasenbild, Schriftrollen, Zaubertränke. Zaubertränke habe ich auch fast keine mehr. Aha. Sorry Leute, was war denn jetzt los? Okay. Verschiedenes und da. Das war's dann. Haben wir wenigstens Geld bekommen? Puh. Einen guten. Ja. So? Ihr wisst bereits alles, was ich euch beibringen kann. Ja, Leute, also wenn. Auf Wiedersehen. Danke vielmals, du. Jetzt habe ich dir das Buch gebracht. Ja, selbst ein scheiß Karma. Da können wir jetzt alles mitnehmen. Aha. Das kommt ja cool. Anscheinend sind wir jetzt ein Freund oder sowas, ne? Wir haben für ein. Ja. Eisgeist-Szene brauchen wir auch nicht. Ja, wir könnten da alles mitnehmen. Zaubertrank nehmen wir mit, das ist zu viel, den nehmen wir, das ist auch zu viel, Totenschädel brauchen wir nicht, da drinnen liegt auch noch ein Zaubertrank. Zaubertrank der kleinen Heilung, jawohl. Und Fackelwürmchen, Grassamen. Glühstab ist auch teuer. Kriechranke kommt selten. Hexenklaue. Ja, wir nehmen da, was nur so geht, gell? Vampirstab selten, Lavendel kommt öfters vor. So, und da rein, durchsuchen Truhe können wir auch noch gleich. Das Gold nehmen wir und die Pelze brauchen wir nicht. Da Jürgen und ich rackern uns ständig ab. Mortal bedeutet uns eben beiden sehr viel. Ich bekomme hier nicht viel Kundschaft. Aber so habe ich Zeit, Dinge zu experimentieren. Nun gut, okay. Ja, bitte? So, der Aufwand hat sich ja noch nicht gelohnt. Das ist alles still. Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinnen, wirklich nicht. Jorik. Okay, Leute, ja, keine Hintergrundmusik und ich habe da jetzt mir, ja. Ich habe Mutters Gabe nicht ganz, aber ich habe auch schon Visionen gehabt. Cool. Eines Tages werde ich Jarl sein. Daran erinnert Mutter mich oft. Ich hoffe, ich kann den Menschen von Mortal so helfen, wie sie es getan hat. Was stimmt denn mit Jorik nicht? Mein Bruder ist sensibel. Er kann sich nur schwer auf etwas konzentrieren. Wir haben ihn zum Tempel von Kynaret in Weißlauf gebracht, um ihn von den Heilern untersuchen zu lassen, und sie sagen, er sei völlig gesund. Seid ihr unterwegs nach Weißlauf? Könnt ihr diesen Brief für die Priesterin Danica Reinequelle mitnehmen? Es ist eine Notiz über Joriks Gesundheit. Ich würde gerne helfen. Hab keine Zeit, tut mir leid. Machen wir doch gleich. Ich danke euch. Okay, bringe Idgots Notiz zu Danica. Es ist manchmal schwierig zu erkennen, ob das, was ich sehe, real ist oder nicht. Ja, das kann schon sein. Ziegenkäse und da. Wer spawnt da Hühnereier?
Ah, die gibt's auch ganz selten, ist mir aufgefallen. Ja, und du auch. Die Jungs lassen mich da nicht unbedingt alles untersuchen. Der Eisenstrahlkorb brauchen wir nicht. Da gibt's noch Bücher. Der Weber-Check, ja. Die Wahnsinnigen von Reed, ja. Auch nehmen, opala. Das nehmen wir mit. Wir haben noch Platz im Regal bei uns. Die Irrlichter kennen wir auch noch nicht. Und Mythen, ja. Mitgenommen. Also wir haben dann alles. Was ist denn das? Skuma, okay. Die Truhe noch schnell durchsucht. Da gibt es noch Gold. Und Kommode, Stiefel und die schöne Robe. Ich denke dann, Leute, die haben wir auch noch nicht, glaube ich. Schäbige. Gut. Ich denke dann, das war's für diesmal. Wir machen hier, ja, sie schaut mir schon so böse über den Rücken. Über die Schulter, möchte ich kurz sagen. Dann werden wir das nächste Mal, ja, einfach den Brief mal überbringen, denke ich, ja. Leute, das war ein kurzer Abstecher in die, ja, Diebesgilde. Nö, Blödsinn. Wir sind kein Dieb, aber diesmal schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und Wilkas verabschiedet sich genauso wie unser Surferfahrer sagt. Nummer 2. Euer Toso, ciao.